Servus und Namaste. Ich freue mich sehr, dich in deiner Yoga-Praxis während der Schwangerschaft zu begleiten. Die heutige Yoga-Sequenz ist für alle werdende Mamas, die sich fit und aktiv fühlen, eine unkompliziert verlaufende Schwangerschaft haben und sich nach einer Praxis sehnen, die ein wenig mehr fordernd ist und Power hat. Wenn du möchtest, dann halte dir für heute gerne eine Decke und zwei Yoga-Klötze bereit. Vielleicht möchtest du sie während der Praxis immer mal wieder unterstützend heranziehen. Nichts muss, alles darf, insbesondere im schwangeren Yoga. Wann immer du also merkst, dass dein Bauch hart wird, etwas schmerzt, dir schwindelig wird, es zieht, dann geh bitte sofort raus aus der Haltung und gönn dir eine Pause oder modifiziere die Haltung nach deinen Bedürfnissen. Stelle sicher, dass du nicht hungrig bist, nicht überhitzt und du darfst auch gerne etwas trinken oder auf die Toilette gehen, falls du musst. Yoga während der Schwangerschaft soll und darf dazu beitragen, dass du dich körperlich und mental wohlfühlst. Soll dich einfach darin unterstützen, dich auf die Geburt vorzubereiten, loszulassen. Also hör auf deinen Körper und geh auf deine Bedürfnisse ein. Und wenn du soweit bist und alles hast, was du brauchst, dann richte dich ein auf deine Matte und lass Ruhe einkehren. Wir beginnen mit einer kleinen Meditation. Komm in einen bequemen Sitz deiner Wahl, sodass du keinen Druck auf deinen Fußknöcheln oder Schienbeinen hast. Ich lege hier gerne einen Fuß vor den anderen, statt die Beine ineinander zu verschränken, weil sich das für mich besonders gut anfühlt und mir eine sanfte Beckenöffnung verschafft. Nimm hier gerne eine Haltung ein, die sich für dich gut anfühlt. Und gerne kannst du eine Decke unter dein Gesäß legen. Dann richte deine Aufmerksamkeit von außen nach innen, zieh hier gerne deinen Sehsinn zurück und schließe die Augen. Dann schwenke dein Gewicht sanft von Seite zu Seite, bis du eine Ausrichtung findest, die dich in deiner Körpermitte zentriert. Richte dich auf von unten nach oben, Wirbel für Wirbel, so als würde dich jemand an deiner Scheitelkrone nach oben ziehen. Spüre, wie du mehr und mehr Raum zwischen den Wirbelkörpern schaffen kannst und an Länge gewinnst. Nimm einen tiefen Atemzug hier. Mit der Einatmung wölbt sich deine Bauchdecke locker nach außen. Du atmest tief in deinen Bauchraum. Deine Flanken füllst deine Lungen komplett mit Luft. Und mit der Ausatmung erlaube deine Bauchdecke sanft und natürlich wieder zurückzuschwingen. Noch einmal so. Und dann zieh mit deiner nächsten Einatmung die Schultern nach oben in Richtung Ohren und mit der Ausatmung gern durch den offenen Mund, lass sie wieder locker nach hinten zurückfallen. Wiederhole dies und lass deine Atmung ganz natürlich fließen. Halte nichts zurück. Ein letztes Mal, Schultern nach oben und locker herabfallen lassen. Und dann lass Ruhe einkehren, komm in einen meditativen Geisteszustand. Mit jedem Atemzug kommst du mehr und mehr im Hier und Jetzt auf deiner Matte an. Und falls du noch Anspannung in dir spürst, dann gib auch diese jetzt an den Boden unter dir ab. Folge hier einmal gedanklich dem Weg deines Atems in deinen Körper. Spüre, wie in deinem Brustkorb mehr Raum entsteht, dein Rippenbogen sich weitet. Spüre, wie sich dein Bauchraum weitet und du so mehr Raum für dein Kleines schaffst. Atme hin zu deinem Baby, in Dankbarkeit Teil dieses kleinen Wunders sein zu dürfen. Die Schwangerschaft ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um eine Achtsamkeitspraxis zu kultivieren. Für dein Kleines bist du das gesamte Universum. Alles, was es kennt, erfährt es durch dich. Es sieht die Welt durch deine Augen, durch deine Ohren. Die Schwangerschaft ist eine kraftvolle Zeit, um sich seiner Gedanken und Gefühle gewahr zu werden, seiner Übertragungen.
Und dieses Bewusstwerden ermöglicht es uns, Verantwortung zu übernehmen und bewusste Mitgestalter dieses neuen Lebens in uns zu sein. Folge deinem natürlichen Atemrhythmus und mit jedem Atemzug spüre tiefer in deinen Körper, in deinen Bauch. Leg eine Handfläche sanft auf deinen Bauch, die andere auf dein Herz. Nimm das Auf- und Abwippen deiner Bauchdecke wahr, wie sie durch deine Handflächen und Finger gleitet. Und dann schicke eine liebevolle Absicht von deinem Herzen zu deinen Händen, von deinen Händen zu deinem Bauch, zu deinem Baby. Es ist wichtig, sich jeden Tag liebevoll mit dem neuen Leben in dir zu verbinden. Diese einzigartige Zeit wahrzunehmen und einzufangen inmitten der Schnelllebigkeit des Alltags. Einen bewussten Moment diesem Wunder zu widmen, das jeden Tag in dir heranreifen darf. Und dann leg deine Handflächen auf deinen Knien ab und öffne sanft deine Augen. Wir beginnen mit der Mobilisation der Schultern. Stütz dich mit deinen Händen auf deinen Knien ab und dann zieh mit der Einatmung die Schultern in Richtung Ohren. Mit der Ausatmung roll die Schultern nach hinten unten, öffne deinen Brustraum. Ein nach oben, entspanne deinen Bauch. Aus, nach hinten unten, Brust weit offen. Und mach das ein paar Mal so. Entspanne dabei die Muskeln rund um deine Augen, dein Gesicht. Löse die Zunge vom Gaumen. Und gib dich der Öffnung hin. Noch zweimal so. Und dann leg deine linke Hand neben deinem Gesäß auf dem Boden ab, bring dein Kinn zur Brust. Neig dein rechtes Ohr zur rechten Schulter, tiefer Atemzug hier, sanfte Dehnung deiner Nacken- und Schultermuskulatur. Bring das Kinn zur Brust, roll den Kopf nach oben, wir wechseln die Seiten. Schüttel gern deine Beine vorher aus und wechsel dann die Reihenfolge. Nimm also das Bein nach vorne, was eben körpernah war. Wir wechseln die Richtung, zieh die Schultern nach oben mit der Einatmung und mit der Ausatmung, roll sie nach vorn und unten. Sanfte rollende Bewegungen, Atem und Bewegung fließen ineinander. Bewege dich dabei so, dass es sich für dich und deinen Körper gut anfühlt. Vertraue deiner Intuition in allem, was du auf deiner Matte tust. Dein Körper gibt dir Zeichen, was gut ist für dich und dein Baby. Große Schulterrollen hier. Noch zweimal so. Und dann wechsel hier noch einmal die Richtung, öffne deine Brust mit der nächsten Einatmung. Und mit der Ausatmung leg deine rechte Hand neben deinem Gesäß auf dem Boden ab, bring dein Kinn zur Brust. Einatme, linkes Ohr zur linken Schulter, nimm einen tiefen Atemzug hier. Und dann bring mit deiner nächsten Ausatmung das Kinn zurück zur Brust, roll den Kopf nach oben. Für Baddha Konasana lege die Fußsohlen aneinander und wenn du magst und es für dich verfügbar ist, dann greife deine Fußgelenke. Wir kommen zu den Sufi-Kreisen, richte dich auf mit der Einatmung und mit der Ausatmung, lehn dich nach vorne, komm zur rechten Seite, auf die Sitzbeinhöcker zurück, lehn dich nach links und in deinem Atemrhythmus so, nach vorne, zur Seite, nach hinten, links und dein Becken bewegt sich dabei in einer schaukelnden Bewegung. Dein Bauch bleibt weich und du schaffst Raum für dein Baby und entdeckst intuitiv jeden Zentimeter dieser schaukelnden Bewegung. Vielleicht möchtest du die Kreise ganz klein halten oder dich mehr von rechts nach links schwingen, als dich in einem Kreis zu bewegen. Vielleicht möchtest du die Bewegungen besonders ausladend werden lassen. Finde hier deine Form und stell dir vor,
wie dein Kleines in deinem Becken sanft und liebevoll geschaukelt wird. Und vielleicht wird es umso köstlicher, wenn du euch ein Lächeln schenkst. Erlaube der Freude, bis zu deinem Baby durchzudringen. Und wir wechseln die Richtung, spüren die Muskeln deines Beckens, des unteren Rückens und bau hier eine Verbindung auf. Noch zweimal so. Und dann lass dein Becken zur Ruhe kommen, nimm die Hände an deinen Bauch. Richte dich auf mit der Einatmung, spüre, wie sich deine Bauchdecke nach außen wölbt, wie du deinem kleinen Raum schaffst. Und mit der Ausatmung lass die Bauchdecke wieder locker zurückschwingen. Janu Shirsasana. Strecke das rechte Bein weit nach rechts aus. Dein linkes Bein ist angewinkelt. Hab dabei dein rechtes Bein so weit auswärts, dass du genug Platz hast für deinen Bauch. Heb deinen rechten Arm nach oben mit der Einatmung. Mit der Ausatmung neig dich nach links. Komm in die Dehnung deiner rechten Flanke. Dann senk den rechten Arm nach unten ab und heb einatmend deinen linken Arm nach oben. Ausatmend neig dich nach rechts, komm in die Dehnung deiner linken Flanke. Und in deinem Atemfluss wechsle so zwischen den Seiten. Genieße die wechselseitige Dehnung und Öffnung deiner Körperseiten. Flüssige, dynamische Bewegungen hier. Wir wechseln die Seiten, schüttel deine Beine vorher aus und kreise deine Fußgelenke ein paar Mal nach innen, nach außen, nach rechts, nach links und dann streck das linke Bein nach links aus, dein rechtes Bein ist angewinkelt. Komm hier in die Dehnung deiner linken Flanke. Und dann wechsel zur rechten Seite. Lass Atem und Bewegung ineinander fließen. Und wenn du magst, dann schließe deine Augen und gib dich deinem Bewegungsimpuls und der Dehnung hin. Auch dein Baby fließt im Fruchtwasser im Rhythmus deiner Bewegungen mit dir mit. Noch zweimal so. Und dann komm in den Vierfüßlerstand für ein paar Runden Katze-Kuh. Hab hier gerne eine gefaltete Decke unter deinen Knien, falls du empfindliche Kniegelenke hast, und stell deine Knie mindestens hüftbreit auseinander. Mit der Einatmung führe dein Kinn sanft nach oben in die Kuh und gib hier Acht, nicht ins Hohlkreuz zu fallen, sondern dein Becken stabil zu halten und dich aus dem Brustraum heraus zu öffnen. Ausatmend, sanft und geführt, mach dich Katzenbuckelrund, Kinn zur Brust. Dann lass hier genug Platz für dein Baby. Ein, öffne dich in die Kuh. Roll die Schultern sanft zurück, aus, Kinn zu Brust, schieb den Boden unter dir weg, Steißbein rollt sanft nach unten, Schambein nach innen. Hier mobilisieren wir insbesondere den oberen Rücken und spüren die Beweglichkeit deiner Wirbelsäule. Schau hier, dass du gleitest in deinen Bewegungen, die Übergänge ineinander fließen. Und wenn du magst, dann kannst du jetzt noch in die Bewegungen eintauchen, die sich für deinen Körper gerade gut anfühlen.
Vielleicht sind es kreisförmige Bewegungen. Vielleicht zeichnest du mit deinem Becken eine 8. Lass auch hier dich von deiner Intuition führen. Sei hier frei und kreativ. Und dann wechsel die Richtung. Und spür auch hier in die wunderbare, sanfte Öffnung deiner Wirbelsäule, deiner Hüftmuskulatur. Und dann komm zur Ruhe im neutralen Vierfüßlerstand. Einatmung hier und mit der nächsten Ausatmung schieb dich kraftvoll zurück in deinen ersten herabschauenden Hund. Deine Füße sind im herabschauenden Hund in der Schwangerschaft etwas breiter auseinandergestellt als sonst. Je nachdem, wie groß dein Bauch bereits ist, die Anatomie deiner Hüftknochen im Becken, lass gerne beide Knie leicht gebeugt. Du kannst die Fersen auch abwechselnd in Richtung Matte bringen. Verteile dein Gewicht gleichmäßig auf alle 10 Finger, schieb dein Steißbein genüsslich nach oben und lass deinen Bauch weich. Mach es dir hier angenehm. Entspanne dein Gesicht, den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Entspanne deinen Kiefer, schaffe Länge in deiner Wirbelsäule und nimm noch einen tiefen Atemzug hier. Dann beuge beide Knie, Blick nach vorne, du steigst zum vorderen Ende deiner Matte. Deine Füße sind mindestens hüftbreit auseinander und hab hier deine Blöcke gerne griffbereit. Mit der Einatmung richte dich auf in den Tisch, schaff Länge in der Wirbelsäule, Ausatmung in deine Vorbeuge. Ein, beug die Knie deutlich, drück in die Außenkanten deiner Füße, komm mit den Armen über die Seiten nach oben, ausatmend. Nimm die Hände vors Herz, Anjali Mudra, das Kinn zur Brust, Jalandharabandha, lass die Gedanken ruhen. Für die 8 Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule komm in einen hüftbreiten Stand. Nimm einatmend die Hände über die Seiten, über Kopf, Ausatmung, Schultertief, Kinn leicht zur Brust. Ein, greif mit der rechten Hand das linke Handgelenk aus, lehn dich sanft nach rechts, schieb den rechten Fuß fest in den Boden und gib hier Acht, nicht zu tief in die Dehnung zu gehen, deine Bauchdecke ist durch das Gewicht des Babys ohnehin beansprucht. Mit der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte, aus, Schultern tief. Ein, greif mit der linken Hand das rechte Handgelenk aus, lehn dich sanft nach links. Nimm hier einen tiefen Atemzug. Das Hormon Relaxin sorgt unter anderem dafür, dass wir in der Schwangerschaft viel dehnbarer sind als sonst. Gib hier also Acht auf dich. Und mit deiner nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte. Nimm dann beide Arme gestreckt nach oben. Mach dich lang. Ausatmung, Kaktushaltung. Deine Ellenbogen sind gebeugt. Mit der Einatmung dreh dich aus der Brustwirbelsäule leicht nach rechts. Aus, zurück zur Mitte. Ein, dreh dich nach links und mit der Ausatmung zurück zur Mitte. Einatmend Hände über die Seiten, über Kopf, mach dich lang. Ausatmung in deine Vorbeuge, deine Knie sind gebeugt. Mit der Einatmung schwingt dein rechter Arm nach oben, dreh dich auf nach rechts und mit der Ausatmung komm zurück zur Mitte. Einatmend dein linker Arm schwingt nach oben, dreh dich auf nach links. Und mit der Ausatmung zurück zur Mitte. Einatmung, beuge deine Knie etwas mehr, setz dich zurück, nimm deine Arme auf Schulterhöhe und komm auf die Zehen in eine leichte Variation des Stuhls, Utkatasana. Deine Lendenwirbelsäule ist aufgerichtet und nimm 2 ruhige Atemzüge hier. Spüre in die Kraft deiner Beine, dein Steißbein zieht sanft nach unten, Schambein leicht nach innen, atme in deinen Bauch. Mit der nächsten Ausatmung senk die Füße zur Matte. Mit Einatmung öffne deine Arme über die Seiten, öffne deinen Brustraum. Bring kraftvoll deine Schulterblätter zueinander. Und mit der Ausatmung kommen die Vorbeuge. Einatmend aus der Kraft deiner Mitte, richte dich auf in den Stand, Kinn zur Brust.
aus, löse auf und spüre hier einen Moment nach. Wenn du magst, dann korrigiere hier deinen Stand und nimm einen tiefen Atemzug. Komm über deinen Atem wieder zurück in deine Mitte. Vielleicht spürst du deinen Puls, deinen Herzschlag. Gönn dir hier einen Moment des Ausgleichs. Für den Baum, verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein und leg deinen rechten Fuß auf der Innenseite deines rechten Ober- oder Unterschenkels ab. Spür hier, was sich gut für dich anfühlt. Die Hände vor die Brust, Anjali Mudra, und schieb dein Steißbein nach unten, dein Schambein sanft nach innen. Level deine Hüften in der horizontalen Ebene aus. Und wenn du soweit bist, nimm mit deiner nächsten Einatmung deine Hände mit den Handflächen nach oben über Kopf. Vielleicht hat sich bereits dein Körperschwerpunkt verändert. Wenn du dein Gleichgewicht hier verlierst, dann komm einfach wieder zurück und urteile nicht über dich. In deinem Atemrhythmus komm mit der nächsten Ausatmung zurück zur Mitte. Ein nach oben. Mit der Ausatmung bring die Arme über die Seiten nach unten und steig mit deinem rechten Bein in einen Ausfallschritt nach hinten, Variation des Anjaneyasana. Fühl dich hier frei, deinen hinteren Fuß schrittweise in die richtige Position zu schütteln. Beide Füße zeigen nach vorne und mit der Einatmung heb die Arme über vorne nach oben. Ausatmung, setz dich tiefer. Dein Becken ist geschlossen und deine Füße sind parallel zum langen Ende der Matte. Die Ferse deines hinteren Fußes ist vom Boden gelöst. Mit der nächsten Ausatmung senk beide Arme ab. Und mit der Einatmung bring die Arme über die Seiten zurück, öffne deinen Brustraum. Deine Handflächen zeigen nach oben, die Schultern sind tief. Mit der Ausatmung genieße die Weite. Dein Atem fließt. Dann führe deinen hinteren Fuß zum Boden und dreh dich auf in den Krieger 2 links. Nimm dir hier wieder einen Moment Zeit, um dich einzurichten. Hüfte parallel zum langen Ende der Matte und wähle deinen Ausfallschritt nicht zu groß. Achte auf die Stabilität deines Beckens. Öffne deinen Brustkorb, Steißbein nach unten. Wir wollen hier nicht ins Hohlkreuz fallen. Schieb deine Scheitelkrone in den Himmel. Kraftvolle Haltung. Und nimm noch 2 tiefe Atemzüge hier. Für den umgekehrten Krieger, heb mit der Einatmung deinen linken Arm nach oben. Deine rechte Hand ruht auf deiner Oberschenkelrückseite. Und Achtung, statt hier in eine Rückbeuge zu gehen, schaffe Länge in der Wirbelsäule. Ausatmung hier. Mit der Einatmung richte dich auf. Mit deiner nächsten Ausatmung bring deinen linken Ellenbogen auf dein linkes Knie. Und heb den rechten Arm über die Seiten nach oben ins gestreckte seitliche Dreieck. Parshva Konasana. Tiefer Atemzug hier. Und gib hier Acht, dein Steißbein nach unten zu führen und Länge in deiner unteren Wirbelsäule zu schaffen. Dann komm mit der nächsten Einatmung zurück in den Krieger 2, ausatmend. Spür nach. Dann dreh die Fersen nach innen, die Zehen nach außen und senk die Hüfte ab, Utkata Konasana, in die Göttinnenhaltung. Weiter Stand, leg die Hände auf deinen Knien ab und schwing hier sanft und kraftvoll von rechts nach links. Sink tief ein in die Öffnung deines Beckens und achte darauf, dass deine Knie nicht nach innen geraten, sondern direkt über den Zehen sind. Lass deinen Atem natürlich fließen und erde dich über den sicheren Kontakt deiner Füße zum Boden. Vielleicht stellt sich hier ein Gefühl von Selbstvertrauen und Stärke ein. Weicher, geschmeidiger Atem. Dann strecke deine Beine, richte deine Füße parallel zueinander aus, Hände an die Hüften. Einatmung schafft Länge in der Wirbelsäule und mit der Ausatmung kommen die Vorbeuge.
entspanne deinen Nacken, deinen Kiefer und gib Anspannung über deine Handflächen an den Boden unter dir ab. Dann beuge deine Knie, bring die Hände zu den Hüften und richte dich auf. Mach deinen Ausfallschritt etwas kleiner und für die Dreieckshaltung dreh deinen linken Fuß nach vorne und schieb dich so weit du kannst nach vorn. Und wenn es nicht mehr weiter geht, dann dreh dich ein ins Trikonasana. Finde einen Spot, wo du deine linke Hand entspannt ablegen kannst. Das mag der Oberschenkel, Unterschenkel, dein Yogaklotz oder der Boden sein. Finde die Form, die dir besonders viel Raum gibt. Vielleicht möchtest du auch eine Hand auf deinen Bauch ablegen, um dich hier mit deinem Baby zu verbinden. Und nimm einen tiefen Atemzug. Schieb die rechte Hüfte tendenziell zurück. Und dann komm mit deiner nächsten Einatmung zurück in die Mitte und steig ans vordere Ende deiner Matte, die Hände vors Herz. Und komm durch deinen Atem wieder zurück in deine Mitte. Wir wechseln die Seiten, greif dein linkes Sprunggelenk und komm in die Haltung des Baumes links, die Hände vor die Brust, Anjali Mudra. Und für mehr Gleichgewicht fixiere einen unbeweglichen Punkt vor dir. Dein steifes Bein zieht nach unten, gleiche deine Hüften in der horizontalen Ebene aus. Und wenn du magst, nimm deine Hände langsam und achtsam mit der Einatmung über Kopf. Ausatmung Anjali Mudra. Ein über Kopf. Aus, bring die Hände über die Seiten nach unten und steig mit deinem linken Bein in einen Ausfallschritt nach hinten, Anjaneyasana. Gerne erst ein schmaler Ausfallschritt und korrigiere dann schuckelnd nach. Mit der Einatmung bring die Arme über vorne nach oben. Mit der Ausatmung setze dich tief, führ die Arme wieder zurück. Einatmend, öffne deinen Brustraum, Handflächen nach oben, die Arme zurück, Schultern tief, genieße die Weite. Und mit deiner Ausatmung dreh dich auf in den Krieger 2 rechts, Steißbein nach unten, schieb deine Scheitelkrone in den Himmel, spüre in die Verbindung zwischen rechten und linken Mittelfinger und finde in dieser kraftvollen Haltung deine Ruhe. Wir wollen nicht überhitzen, unser Nervensystem und das des Babys nicht strapazieren. Bleib hier in einem genüsslichen Raum. Lass deinen Atem fließen. Und für den umgekehrten Krieger heb mit der Einatmung deinen linken Arm nach oben, Wirbelsäule ist lang. Ausatmung hier. Einatmend komm zurück zur Mitte und mit der Ausatmung bring deinen rechten Ellenbogen auf dein rechtes Knie und heb deinen linken Arm über die Seiten nach oben, Parshva Konasana. Dann komm mit der nächsten Einatmung zurück in den Krieger 2, ausatmend, spür nach. Mit der nächsten Einatmung dreh die Fersen nach innen, die Zehen nach außen, senk die Hüften ab in die Göttinnenhaltung. Weiter Stand und schwinge auch hier sanft und kraftvoll von rechts nach links. Dann strecke deine Beine, richte deine Füße nach vorne aus, Hände an die Hüften. Mit der Einatmung schaffst du Länge in der Wirbelsäule. Ausatmend komm in die Vorbeuge. Entspanne deinen Nacken. Entspanne deinen Kiefer. Und spüre in die Auflagefläche deiner Hände in den Boden. Dann beuge deine Knie, bring die Hände zu den Hüften und richte dich auf. Dreh deinen rechten Fuß nach vorne und auch hier tauch tief ab nach vorne. Und wenn es nicht mehr weiter geht, dann dreh dich ein in die Dreieckshaltung.
Es geht hier nicht um die perfekte äußere Form, darum sollte es im Yoga ohnehin nie gehen, sondern darum, Platz für dein Baby zu schaffen, Raum für das neue Leben. Atme zu deinem Kind hin, entspanne deinen Bauch und schieb die linke Hüfte tendenziell zurück. Schaffe Länge in deiner Lendenwirbelsäule. Und dann komme deiner nächsten Einatmung zurück in die Mitte und steig ans vordere Ende der Matte, nimm die Hände vors Herz. Wir wiederholen diesen Flow jetzt, wo ihr wisst, was euch erwartet, und versuchen nun mehr Atmung und Bewegung ineinander fließen zu lassen, miteinander zu synchronisieren. Mit der Einatmung kommen die Haltung des Baumes rechts. Ausatmend, Hände vor die Brust, Anjali Mudra. Ein, nimm deine Hände langsam und achtsam mit den Handflächen nach oben über Kopf. Ausatmend, Anjali Mudra. Ein, über Kopf. Aus, steig zurück ins Anjaneyasana. Einatmend, führe die Arme über vorne nach oben. Ausatmend, zurück zur Mitte. Einatmend, öffne die Arme, öffne deinen Brustraum. Handflächen nach oben. Mit der Ausatmung dreh dich in den Krieger 2 links. Kraftvolle Haltung. Kräftige Beine sind deine besten Freunde bei der Geburt. Mit der Einatmung richte dich auf in den umgedrehten Krieger. Aus, zurück zur Mitte. Ein, richte dich auf. Und mit der Ausatmung Parshva Konasana. Gestrecktes seitliches Dreieck. Bleib in deinem natürlichen Atemfluss, verbieg dich nicht. Dann komm mit der nächsten Einatmung in den Krieger 2 zurück, aus, spür nach. Ein, dreh die Fersen nach innen, die Zehen nach außen. Aus, senk die Hüfte ab in die Göttinnenhaltung. Dann streck deine Beine, Hände an die Hüften. Und mit der nächsten Einatmung schaff Länge in der Wirbelsäule. Ausatmend komm in die Vorbeuge. Entspanne hier deinen Nacken, deinen Kiefer und nimm einen tiefen Atemzug. Dann beuge deine Knie, bring die Hände zu den Hüften und richte dich auf. Dreh deinen linken Fuß nach vorne und komm ins Trikonasana links. Atem fließt. Mit deiner nächsten Einatmung komm zurück in die Mitte und steig ans vordere Ende deiner Matte, die Hände vors Herz, zentriere dich. Wir wechseln die Seiten. Mit der Einatmung Haltung des Baumes links, Hüften in einer Ebene ausgerichtet, Ausatmung Anjali Mudra. Hab Freude in deiner Praxis und übertrage das Licht deiner Freude an dein Baby. Einatmung über Kopf, Ausatmung steig zurück ins Anjaneyasana. Einatmend nimm die Arme über vorne nach oben, ausatmend zurück zur Mitte. Ein, öffne deine Brust, zieh die Schulterblätter zueinander. Ausatmend, Krieger 2 rechts. Mit der Einatmung komme den umgedrehten Krieger. Ausatmend, über die Mitte, richte dich auf. Einatmend, ausatmend, Parshva Konasana. Einatmung, komme den Krieger 2 zurück, aus, spür nach. Ein, dreh die Fersen nach innen, die Zehen nach außen, aus, senk die Hüfte ab, Göttinnenhaltung. Geh hier ins Loslassen, ins Annehmen. Einatmend, richte dich auf, mach dich lang, ausatmend, komm in die Vorbeuge. Nimm hier einen tiefen Atemzug. Dann beuge beide Knie, bring die Hände zu den Hüften und richte dich auf.
dreh deinen rechten Fuß nach vorne, tauch ein ins Trikonasana rechts. Einatmend zurück in die Mitte, steig ans vordere Ende deiner Matte, nimm die Hände vors Herz, ausatmend spür nach. Wir kommen in eine seichte Variation des Tänzers Natarajasana. Verlagere dein Gewicht mit der Einatmung auf den linken Fuß, greife deine rechte Ferse oder deinen Knöchel und zieh den Fuß in Richtung Gesäß. Bringe Stabilität in dein linkes Standbein und nimm einen tiefen Atemzug hier. Mit der nächsten Einatmung strecke deinen linken Arm nach oben aus. Beginne nun deinen rechten Unterschenkel langsam ein paar Millimeter nach hinten wegzuschieben. Weiter gehen wir hier nicht. Wir wollen hier mehr in die Dehnung des Oberschenkels spüren und bewusst eine Rückbeuge vermeiden. Und du kannst dich hier alternativ für mehr Stabilität auch an der Wand oder einem Stuhl abstützen. Und nimm noch einen tiefen Atemzug hier und dann komm zurück zur Mitte und gönn dir einen Moment, um dich zu erden. Wir wechseln die Seiten. Verlagere dein Gewicht mit der Einatmung auf den rechten Fuß, greife deine linke Ferse oder deinen Knöchel und zieh den Fuß in Richtung Gesäß. Nimm einen tiefen Atemzug hier. Mit der nächsten Einatmung strecke deinen rechten Arm nach oben aus, schiebe nun deinen linken Unterschenkel langsam nach hinten weg, bis du eine leichte Dehnung im linken Oberschenkel spürst und auch merkst, wie die Muskeln deines unteren Rückens arbeiten. Keine Rückbeuge, es ist ausreichend, nur den Oberschenkel zu dehnen und die Arme am Körper zu lassen. Es gibt hier keine Dringlichkeit mehr zu erreichen, lass los. Und höre auf deinen Körper. Und dann leg ab. Nimm dann deine Hände an die Hüften und kreise dein Becken sanft. Auch hier achte darauf, nicht zu ausladende Kreise zu zeichnen. Lass dich hier ein auf einen sanften Tanz mit deinem Baby. Und dann wechsel die Richtung. Noch zweimal so. Und mit der Einatmung nimm die Hände über die Seiten nach oben. Mit der Ausatmung, Achtung, wir setzen uns tief, Hände vors Herz und setz dich hinab. Achtsam und langsam in die tiefe Hocke Malasana. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um dich hier einzurichten. Tiefe Bauchatmung hier und schaue, dass du dir und deinem Baby genug Platz schaffst. Gerne kannst du die Fersen auf einer Decke erhöht ablegen, wenn dir das mehr Platz für deine Oberschenkel und deinen Bauch verschafft. Und dein Atem fließt. Und dann komm mit der nächsten Einatmung langsam und kontrolliert nach oben zurück zum Stehen. Die Hände über die Seiten, Kinn zur Brust, Jalandhara Bandha. Ausatmung, setz dich tief, Malasana. Dein Atem fließt. Stelle sicher, dass du deinen Atem nicht anhältst in der Schwangerschaft. Alles darf funktional sein im Yoga. Yoga ist das Zur-Ruhe-Kommen der dauernd sich verändernden mentalen Gedankenmuster. Nimm noch einen tiefen Atemzug hier und dann komm auf deinem Gesäß zum Sitzen. Bring die Fußsohlen zueinander, Baddha Konasana.
und greife deine Fußgelenke. Kippe dein Becken sanft nach vorne, richte dich auf, Schultern tief. Mit der Ausatmung runde dich, dein Becken schaukelt wieder zurück. Schließe gerne deine Augen und wippe ein paar Mal so nach vorne und nach hinten. Bleib ganz bei dir. Die Schwangerschaft bringt oft ein intensives Gefühlsroulette mit sich, ein Wechsel von Freude, Unsicherheit, Angst und Zuversicht. Versuche, jede deiner Emotionen mit Mitgefühl zu begegnen. Sie sind alle Teil dieser ganz besonderen Reise. Ich möchte die heutige Yoga-Session mit einer inneren Einkehr in der weiten Grätsche abschließen. Streck die Beine von dir weg, dann schnapp dir deine Blöcke und leg sie entweder flach nebeneinander, sodass du deine Unterarme darauf ablegen kannst, oder stapel sie aufeinander und leg deine Stirn drauf ab. Finde hier deine Form und dann richte dich auf mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung beug dich sanft vornüber, komm zur Ruhe. Atme in den Raum, in die Weite. Und dann komm an, leg ab, lass los. Wir nutzen die Grätsche hier nicht primär, um gelenkiger zu werden, sondern um herauszufinden, wo wir noch Spannung in uns tragen, die wir jetzt loslassen. Begegne ihr mit Offenheit und lass die Anspannung los. Deine Finger sind entspannt. Deine Handflächen sind entspannt. Deine Bauchdecke ist weich. Deine Schulterblätter ruhen sanft an deiner Brustwirbelsäule. Entspanne dein Gesicht. Löse die Zunge vom Gaumen. Dann entferne die Blöcke und du kannst dich jetzt fürs Shavasana gerne auf die linke Seite legen. Schnapp dir dann bitte ein Kissen und leg es zwischen deine Beine, um deinen unteren Rücken und dein Becken zu entlasten. Oder du bleibst aufgerichtet in einem Kreuzsitz deiner Wahl. Und wenn du dich eingefunden hast, dann nimm einen tiefen Atemzug und mit der Ausatmung lass alles los. In den nächsten Minuten im Shavasana musst du nichts tun. Du bist einfach nur da. Entspanne deinen Bauch, sodass auch dein Kleines in dir ruhen kann. Erlaube dir, von der Matte getragen zu werden, genährt durch die Luft, die du einatmest. Und nimm noch drei ganz bewusste Atemzüge. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Shavasana.
Spüre, wie du langsam zurückkommst in deinen Körper. Verweile noch einen Moment in dir und nimm deine innere Landschaft wahr. Vielleicht bemerkst du, dass dieser Raum, dieses Gefühl der Weite, nichts Erzwungenes ist, sondern vielmehr eine erinnerte Fähigkeit, offen zu sein. Dann bring langsam Bewegung in deinen Körper. Bewege deine Zehen, deine Finger, räkel dich. Und wenn du auf der Seite im Shavasana liegst, dann nimm dir Zeit, um dich aufzurichten. Bringe die Hände vors Herz in Dankbarkeit für deine Praxis und in Dankbarkeit für das Wunder in dir, dessen Teil du bist. Vielen Dank für dein Vertrauen und alles Gute für dich und dein Baby. Namaste.